Da ist ein Lager. Das sieht ja geil aus da oben auf dem Berg. wie so eine Gemeinschaftshütte, so eine richtige. Wie nennt man das denn nochmal? Diese großen Hütten. Hey, mir ist der Name entfallen. Wie nennt man die denn nochmal? Also diese Versammlungshütten, die sie damals gebaut hatten. Als wir angefangen haben, Häuser zu bauen. Ah, Meutebären. Auch die kann ich mitnehmen. Deswegen bringe ich euch mal um. Ist der andere? Da. Jetzt wohl auch eine Speere zu werfen. Alter, wie viel Schaden machen wir denn? Verglichen zu früher, oder? Wir machen richtig viel Damage mit diesem Froststab mittlerweile. Mit den Wurzeln ja auch, ne? Wir sind echt ein starker Magier geworden. Wie stark sind denn eigentlich unsere Fähigkeiten mittlerweile? Na, 29. Ist eigentlich solide, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Da würde ich gleich mal gucken, ob da ein Fooling-Totem ist. Aber erstmal wollte ich hier die Meutebären sammeln. Achso, das war's schon. Gut. Ich mache hier mal ein Safe-Portal. Irgendwie hier so hin. Völlig egal. So. Falls wir sterben, ne? Weil wer weiß, was da abgeht. Und ich würde tatsächlich wieder zu den Wurzeln tendieren. Denn die sind ja doch wirklich strong. Verhältnis dazu, wie der Schaden ausgeteilt ist und das Mana, das es kostet, ne? Da sind die echt unschlagbar. So. Wow, wow, wow. Hey, okay, okay, okay. Es werden noch ein paar viele. Ich hau mal ab. Und hier hoch. Und da ist der Berserker. Ich gehe mal wieder zurück zum Camp, zu den Wurzeln. Back to the roots. Da ist er. Er muss sterben. Oh, das war er gar nicht. Ich dachte, das wäre der Schamane. So. Hier noch einen hin. Man sollte die immer zu so einem Blumenstrauß formen, am besten. Ja, weil dann hauen die immer richtig. Dann können wir nämlich einfach immer zurück zu diesem Blumenstrauß gehen und die kloppen immer ordentlich drauf. So, war's das schon? Scheinbar. Nee, ich hör's auch kichern. Ach, das ist der da oben. Energieschild. Und dann hole ich die mit Feuerbällen runter, oder? Komm. So, der ist down. Und er auch. Da ist noch einer. Da ist. Und tschüss. So, die könnten mein Portal mittlerweile zerstört haben. Haben sie aber nicht. Gut. Sehr gut. Dann nicht. Aber ich will natürlich sämtlichen Blut haben. Sortiere ich gleich aus. Erstmal sammeln wir alles ein. Ich höre sie immer noch kichern. Das sind aber die, die runtergerannt sind, ne? Ich glaube, die sind da jetzt festgebackt und kommen die Klippe nicht mehr hoch. Ich soll zu lachen. Ist mir hier eingekracht? Keine Ahnung. Wer bist du denn? Na komm her. Fooling-Totem nehme ich mit. So. Auf Wiedersehen. Und da war noch eins, ne? Waren hier nicht zwei Totems gerade? Hier vorne nicht noch irgendwo eins? Kann auch sein, dass ich mich geirrt habe und dass es eigentlich nur eins war. War es, glaube ich, auch. Ja. Habe ich in der Eile gedacht, dass es zwei sind. Na gut. Ich schmeiß mal Holz weg. Nehme lieber Schwarzmetall mit. Weil Schwarzmetall, ne, brauchen wir dringend. Hust. Gut, dann nehme ich das hier auch noch mit. Hier Nadeln, Alter. Feuerstein. Ich meine, wir sind doch nicht in der Steinzeit. So. Und du stirbst auch noch. Sehr gut. Dann her mit deinem Loot. Ja, warum nehme ich das überhaupt mit? Frage ich mich gerade. Soll ich ihn damit? Aber jetzt sind wir schon dabei. Und was haben wir hier in den Kisten? Die habe ich schon durchsucht. Die habe ich schon durchsucht. Dann mal gucken, ob hier noch irgendwo... Da ist noch eine. Ja, 30 Gold. Hier ist noch eine. Nee, doch nicht. Das sind
Sitzstamm. Gut. In diesen Hütten sind manchmal auch welche, ne? Da ist ein Bett. Da ist nichts. Da waren wir schon drin. Da sind wir reingefallen. Hier ist nichts. Ja, da sind ein paar Blümchen. Ach, er lebt auch noch. Alter, Soundbug. Weil er gerade die Feuerball... Oh. Okay, alles klar. Gut, ja, da ist unser Portal. Dann würde ich sagen, wir bringen das mal weg, ne? Also, das Wichtigste war ja vor allem hier das Totem. Und der Rest ist eigentlich irrelevant. Hätte ich mir eigentlich auch gerade sparen können, das auszuräuchern. Gut. So. Alle Runder geschmissen. Und wie ich meinte, ne? Ich glaube, die Schwarte brauchen wir nicht mehr. Soll ich die auch hier einfach runterwerfen? Ja, nee, ich schmeiß die mal hier die Treppe runter. Und der ist da, glaube ich, wirklich festgeglitscht. Aber da, seine Größe geht mir ja jetzt schon auf den Sack. Also, irgendwie, keine Ahnung. Gut, ja, das können wir später machen. So, perfekt. Portal weg. Und das hier weg. Oh, einen Moment. Hä? Irgendwie ist mein Sound gerade weg. Ah, jetzt ist er wieder da. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das gerade auch in der Aufnahme war. Das würde mich tatsächlich interessieren. Aber kein Plan. Ich werde es jetzt gerade nicht wissen können. Wie auch immer, ich gehe mal wieder die Küste entlang, ne? Der Klassiker. Damit wir einen Überblick haben, wie groß das Ding ist. Aber wenn ich mich... Ne, das sieht so aus, als ob das so macht und dann hier so bündig ist. Bitte. Ah! Die nehme ich auch mit. Und ich sollte auch gucken, ob ich alles habe. Ja, habe ich. Nein, das fängt an zu rainen. Ist natürlich undankbar. Aber gut, hier der Stein schmeiße ich weg. Und wenn wir auf Moltebeeren treffen, nehme ich die auch immer mit, ne? Die können wir doch tatsächlich gerade ganz gut gebrauchen. Wir haben ja gerade ein paar Ausdauertränke hergestellt und festgestellt, dass wir schon wieder keine haben. Und leider kann man die ja nicht anbauen. Aber dafür sind die ja doch schon echt quantitativ, ne? Werden wir ja schon sehr gut versorgt. Da wir haben allein jetzt schon wieder 28. Sehr gut. So. Also da würde ich tatsächlich dann, da kann man gar nicht zu wenig Stacks mitnehmen. Bin ich ehrlich, ne? Weil es ist ja immer noch eine Ressource, die wir auch regelmäßig verbrauchen. Aber ich glaube, ich wiederhole mich. Wer dieses Let's Play verfolgt, wird ja natürlich wissen, wie unser Vorgehen da ist. Beziehungsweise, ich bin mir sicher, dass auch, wenn ihr es spielt, ihr es mir gleich tut. Da gehe ich stark von aus. So, hier lang. Und das sieht sehr Mistland-frei aus. Naja, da fangen die Mistlands an, aber vorher ist da düster Wald. Hoffen wir mal, es bleibt dabei. Oh, Thea. Eintragen. So. Ansonsten ist hier schön ruhig. Ja, ich sollte mal nicht den Teufel an die Wand malen, oder? Beziehungsweise das Jinxen. Teufel an die Wand malen ist ja, wenn man... Wow! Wenn man schlecht sieht, obwohl man sich schlecht sehen sollte. Schwarz malt. So. Und komm mal her. Nein! Daneben! Ja, dann pflück ich nochmal. Oh oh! Vor denen habe ich größten Respekt. Haben mich ein anderer auch gesehen? Nee, ne? Wollen wir den einen Teerblobbel mitnehmen? Ja, komm. Ist besser als ein Stein. Ja, wollen wir denn? Wir können ihn auch aussortieren, wenn wir ihn doch nicht brauchen. Oder wenn wir was Besseres finden, ne? Ich laufe mal hier weiter und da ist auch schon der Düsterwald. Das bedeutet, direkt dahinter sollten die Mistlands sein. Hm. Ich hoffe auch, der Düsterwald ist ein bisschen größer. Weil dann sind wir nämlich länger in ungefährlichem Gebiet. Obwohl andererseits genieße ich es auch gerade, dass hier so viele Moltebeeren sind, die wir ungestört pflücken können. Ist natürlich ein Traum. Hör damit! So, da noch eine und weiter geht's. Ja, schon anderthalb Stacks voll. Sehr gut. So.
Und hier noch. Gut. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, auch immer schön dicht bei der Küste zu bleiben, damit hier auch so ein Rand entsteht. Ja, aber dann haben wir das Gebiet hier, glaube ich, auch bald durch. Ja, das ist tatsächlich der letzte Fleck, der noch fehlt. Wobei ich nicht darauf geachtet habe, dass es keine Flecken gibt. Oh oh. Weil da war ich ja vorher immer so pingelig und ich habe überhaupt nicht darauf geachtet. Das heißt, es kann sein, dass ich was übersehen habe. Und dann ist es wieder so ein Dorn im Auge. Aber mal gucken. Vielleicht war ich ja auch gründlich genug. Ah, Zuhause-Musik. Düsterwald. So, hier nach oben. So. Und wir haben den Rand gezogen. Dann würde ich sagen, gehen wir so zickzack irgendwie so. Und dann hier ist ja unsere Base. Ja, also hier lang und dann nach Norden, ne? Würde ich sagen. Schön großräumig auch. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter rein. Weil wir haben ja, also unser Erkundungsradius ist ja doch schon ordentlich. Fände ich übrigens immer noch cool, wenn man ein Item hätte, mit dem man den Erkundungsradius erhöht. Vielleicht sogar, dass man es einmal konsumiert und für immer das hat. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ein Item, was einem eine Fähigkeit für immer gibt, sozusagen. Das fände ich eigentlich ganz praktisch. Aber andererseits, was sollte das sein? Stein der Entdeckung. Ganz kreativ. Ja, keine Ahnung, aber irgendwie sowas, ne? Oder so wie man eine Schwade hat, die so um einen rumschwirrt, gibt es irgendein anderes Vieh, was sozusagen wie so ein Rabe, der so mit erkundet. Und dann halt schon klar, der ist dann nicht nur in so unmittelbarer Nähe wie eine Schwade, sondern zieht viel größere Kreise. Aber dafür haben wir mehr Erkundungsradius. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre voll geil. Da fühlt man sich voll wie Odin. Mit Hugin und Munin. Stier! Da ging es kurz mit mir durch. Die Viecher provozieren mich aber auch immer. So, da ist ein Fleck. Weg. Fleck ist weg. Sehr gut. Und keine einzigen Dörfer oder so, ne? Ist ja doch ganz ruhig hier. Das begrüße ich. Ja, da sind Moltebären, die sind jetzt aber zu weit weg. Oh, hier ist sogar ein Gebirge, ein kleines. Ist natürlich super cute. Aber ich glaube nicht, dass es groß genug ist, also hoch genug ist, als dass da Wölfe und so spawnen. Kein Plan. Aber ansonsten nichts. Außer schöne Musik. Und eine malerische Landschaft. Naja, okay, so malerisch ist es nun auch wieder nicht bei dem Regen. Das macht dann doch alles schon irgendwie ein wenig trauriger. Ich dachte gerade aber wieder ein hässlicher. Oh, apropos hässlicher. Ich mache mir mal mein Energieschild an. So, und dann mache ich hier so zack, 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 ne? Im Zickzack. Im Zack, Zack, Zickzack. Oh, ich dachte gerade, da wäre ein Teich und ich laufe den direkt in die Arme. Gott sei Dank nicht. Und hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen über den Berg jumpen. Ich könnte auf den letzten Metern vielleicht mal Türen machen. Oder? Warum auch nicht? Ah! Zwei Feuerbälle, Alter. 7 bis 8 Projektile. Ich glaube 7. Also, ne, keine Ahnung. Ich habe jetzt natürlich nicht einzeln nachgezählt, aber geschätzt waren das, glaube ich, 7 Projektile. Das ist doch ordentlich. Beschweren kann man sich da weniger. So, hier lang. Sehr gut. Auch ein großes Stück entfernt. Boah, vor allem hier ist richtig viel Birkenwald, ne? Sieht man ja aber auch auf der Minimap, also muss ich es nicht eintragen. Ah, Moltebären. Die könnte ich theoretisch auch eintragen, aber eigentlich kann ich mir das auch sparen. Oder? Weil wir haben da ja nie ein... Oh nein, wir finden keine. Sondern bei Moltebären hat man ja eher das Gegenteil. Man geht ein bisschen über die Ebenen und schon wird man damit zugeballert. Ne? Also ist die Notwendigkeit ja nicht da, sie einzutragen. Gut, wie dem auch sei, hier lang. Und vielleicht ein bisschen mehr so, damit wir
großzügiger einnehmen. Erkunden, meine ich. Halt, da ist ein Fleck. So. Und so. Und dann nochmal hier nach oben. Und ein hässlicher natürlich. Vor allem, dass man sie dann auch nie trifft. Diese Plänkeltaktik von denen ist so übelst dreist. Aber naja, das ist ja auch nur mal. Plänkeln ist ja nun mal tatsächlich auch clever, ne? Eine clevere Taktik. Muss man schon sagen. Gut, aber wie auch immer, ich. Oh, Teer. Ist das die Teergrube? Oder ist das eine andere? Das ist eine andere, ne? Ich glaube ja. Deswegen hier nochmal The T. Und ich muss da leider ein Stück ran. Nee, doch nicht. Ich kann auch so gehen. Bitte sieh mich nicht. Sieht er. Gut. Der wird mich ewig verfolgen und mir zur Gefahr werden. Deswegen stirb. Die anderen habe ich nicht gesehen. Gut. Ja, da liegt ein Teer. Komm. Wir haben mehr als genug. Und außerdem haben wir uns die Grube eingetragen. Also falls wir Mangel haben, können wir jederzeit hier wieder zurückgehen. Oh, es wird doch gerade Abend und wir sind mit der Kunden fertig. Das ist ja perfekt. Ist ja ein Dream. Und wir haben sogar unser Reiseportal wieder frei, ne? Weil jetzt können wir damit ja wieder durchs Nebellandeportal gehen. Vor allem, wir haben es auch richtig clever erkundet, dass das Nebellandeportal jetzt sehr dicht bei uns dran ist. Und zwar hier. Da sieht man es schon fast auf der... Da sieht man es auf der Minimap. Und das sind genau auch... Ist genau auch die Base, die wir eben gerade ausgebaut hatten. Oh, stimmt. Na klar. Da muss ich ja doch durch die Mistlands. Und hier ist noch eine Wurzel, ne? Ah, die ist aber ein Stück weit weg. Verzeihung, muss ich kurz husten. Oh, ich sehe da einen Fooling auf mich zukommen. Ich hau mal ab. Jump hier einfach rüber. Hoffe, dass hier keine hässlichen kommen. Der Dreistling kann uns sowieso nicht verfolgen. So, und wir haben ja auch eine Tür aktiv. Perfekt. Sehr gut. Dann hier lang. Hier haben wir die Base. Laggedy lag. Warum laggt das? Laggt das so? Wovon denn? Nordling. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, weil wir haben doch hier schon... Da schon wieder. Wegen der Nebeleffekte? Weil, warum hat es jetzt gelaggt? Begreife ich nicht so ganz. So, ich würde sagen, ich lerne noch mal das Ding aus, wa? Wozu haben wir es denn sonst gebaut? Ja, Hasen, kommt. Ihr habt von mir nichts zu befürchten. Ich habe ein Vieh gehört. Nachtmusik. Oh, jetzt aber schnell weg. Wenn das mal nicht perfektes Timing ist. Ah, noch sind wir nicht safe. Sollte mal schön meine Klappe halten. So, her damit. Und der ist grün animiert. Der da soll auch noch mal bitte kurz... Kann der auch nochmal so angehen. Würde ich begrüßen, weil wenn wir sonst wiederkommen, ist der auf Null. Aber ich weiß auch nicht, wie lang... Nein! Oh, er greift die Zwerge an, Gott sei Dank. Ja, nee, ich verzieh mich. Sorry. So, hervorragend. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die... Oh, stimmt, den können wir nicht so weit werfen, ne? Ist er unten? Ja. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier alles auf. So. Und dann würde ich sagen, hier Edelholz. Ah, wo war der? Stopp, stopp, stopp. Das ist ja... Erstmal nehme ich den, weil der cooler aussieht. wir nehmen das hier. Das hier und hier von 10. So. Hier hin. Außerdem 10 hiervon. Und das packen wir in die Portalkiste natürlich, ne? Das liegt denn hier? Ach, die Schwaden, ne? Das Irrlicht meine ich, stimmt. So. Gut. Da nochmal hindurch. Und ich würde mal das ganze Holz schon mal wegpacken. Weil wir hier direkt beim Holz sind. Rein damit. Hier ist Marmor. Stein. Nee. Hier ist Teer. Dann sind hier zwei Barren. Und vor allem eine ganze Menge Beeren. Die packe ich mal hier rein. So, sehr gut. Dann Knochen und Zähne hier rein. Pfeilspitzen hier.
Werkstoffe hier. Ich frage mich immer noch, wo das herkommt. Keine Ahnung. Ich werde es nachher bei der Aufnahme wahrscheinlich sehen. Also wenn ich die, wenn ich es cutte, dann werde ich wahrscheinlich einen Moment haben. Ach, daher. Ihr werdet es wahrscheinlich schon längst wissen. Gut. Ah, hier sind nochmal Fälle. Einer mit. Und hier ist nochmal Holz. Brian David. Yggdrasil-Holz. Stein. Marmor. So. Kohle haben wir hier auch noch. Ich schmeiße mal da hin. Kohle. Nicht Kohle, sondern was war das? Glibber. Kommt zu Gift. So, hindurch. Dann haben wir hier jede Menge Magie-Stuff. Oh ja, ordentlich Harz. Zack. Sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall auch mehr als genug vorbereitet. Und das ist mehr als genug auf Halde. Und jetzt haben wir sogar noch einen Extraktor. Ne? Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, hier haben wir außerdem Augen. Feuer. So. Und nochmal durch. Felle habe ich gerade schon gesehen. Rein damit. Chitin. Dann hier Trophäen. So. Die Erze. Das Erz schmeiße ich mal hier hin. Dann haben wir Gift, Fleisch, Holz, Beeren, Stein. So. So. Lederreste. Hier. Nochmal durch. Schwarzmetall, das könnte hier rein. So, das hier nochmal. Ihr Licht. Fleisch, Fleisch. Ja, ich habe jetzt hier erstmal Monster-Stuff, Monster-Organe. Ein. Monster-Fleisch. Ein. Und Großviehfleisch. Unser Wolfsfleisch. So, dann haben wir hier noch eine giftige Beere. Magie direkt darunter. Dann Metallteile, ein paar Nägel. Nochmal durch. Und das nochmal her. Schwarzmetall Schrott. Wir sind nicht überladen, das überrascht mich. Ja, ist tatsächlich runtergefallen. Gut. Stein. Hier hinein. Dann Extraktor-Dingens. Die kommen hier hin. Gold. Und Trophäen. Hier noch mehr Großviehfleisch. Können wir bald schon wieder hochbringen. Ah, hier ist noch ein Monsterorgan. So. Ein paar Samen. Dann, was war das noch? Beeren. Oh, da 5 Stück davon nur. Lächerlich. So, Boss-Spawn hier rein. Und dann den restlichen Stuff nach unten gebracht. Holz. Wahrscheinlich von unseren Bauaktionen, die wir hatten, ne? Bestimmt. Dann das hier aufgesammelt. Und das. Und das. Ich dachte jetzt, die eine Kohle wird dann dazu führen, dass wir überladen sind. Aber nee. So, dann gehe ich mal hier direkt zu der Kiste und pack das hier rein. Ja. Und Flachs hier. So. Sehr gut. Und dann haben wir wieder alles sortiert. Ach ja, stimmt. Met ist natürlich noch in der Mache. Eventuell sogar durch. Fermentieren. Hier, der ist fertig. Rein damit. So. Weil ich habe nämlich auch gerade gesehen, wir hatten sowieso viel zu viel Ausdauermet dabei. Daher rein damit. So. Und sogar noch 2. So. Und davon packe ich auch einen weg. Dann haben wir 3 von allen. Ich glaube, das sollte passen. Könnt nochmal alles reparieren. Sehr gut. Hier. So, hier ein und hier ein. Sehr gut. Dann nochmal hier den Sattel rausgenommen, weil ich will ganz ehrlich den Askwin da doch mal befreien. Der ist ja bestimmt festgequetscht immer noch, ne? Oh, nee, ist er nicht. Gut. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Gut, dann die Portalsachen hier rein. Laggedy lag. Oh, er speichert. Ja, dann wird es gleich wieder morgens, ne? Shit. Und natürlich die Aufnahme eigentlich mit dem Schlafengehen beenden, so wie immer. Da nehme ich. Oh, Alter! Ja.
schon ein bisschen übertrieben. So ein bisschen, aber übertrieben. Aber nur ein bisschen. So, wo ist denn hier mein Ast, Wen? Ich bin auch sehr gespannt, was ihr für Namensvorschläge in die Kommentare geschrieben habt. Mal gucken. Die Folge, wo wir die Askwins überhaupt getamed haben, die kam noch gar nicht on. Ich muss ein bisschen vorbereiten, ne? Naja, Folge 1000 allmählich vor der Tür steht. Ne? Und ja, das will natürlich dann, soll natürlich was Besonderes werden. Und damit ich dafür mehr als genug Zeit habe, muss ich deswegen ein bisschen vorproduzieren. Aber das war eine richtig geile Aufnahme. Das hat voll Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Und schreibt gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Lasst ein Like da und auch gerne ein Abo. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten. Thank you.